geil. Jo Leute, herzlich willkommen zu den News. Ich bin immer noch im Urlaub, deswegen immer noch so ein Hintergrund hier. Ist da ein Fenster in einem Fenster? Wie dumm ist das denn? Leider hat... Das ist alles aus Glas und da ist ein Fenster. Google Drive meine Podcast-Folge nicht hochgeladen, deswegen keine neue Folge rothaarig und langhalsig. Dafür haben wir aber unseren Merch-Store relaunched. Wäre cool, wenn ihr da vorbeischaut. Mann, der sieht ja... Du hast da was im Gesicht an dem Sonnenbrand. Ja, danke. Das ist ja... Ach, das ist eine Tür. Okay, nevermind denn. Nee, das ist ja cooler Merch. Der ist ja fresh, Digga. Das ist ja sehr fresher Merch. Der ist cool. Fresh. Erster Link in der Beschreibung. Bruder, 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 was ist denn die letzten Tage schon wieder beim Drachenlord passiert? Das Ganze ist halt wirklich nicht mehr lustig. Über Drachenlord habe ich ja schon des Öfteren berichtet. Ich glaube, jeder von euch kennt den auch. Das ist ja so circa der meistgehassteste YouTuber auf dieser Plattform. Na, nach mir. Er hat mit die größte Hater-Community, die, glaube ich, jemals existiert hat und wird im Internet eigentlich quasi nur verarscht, beleidigt und auch anderweitig angegriffen. Leider gibt es seit einigen Jahren auch immer wieder Leute, die zu ihm nach Hause fahren. Und ja, ich war leider auch einer von denen. Leider eskaliert das Ganze in letzter Zeit immer mehr. Drachenlord hat vor 3 Tagen ein Video hochgeladen, wo er zeigen konnte, dass irgendwann mitten in der Nacht, so um 3 Uhr oder so, 10 bis 15 Jugendliche Was? Einfach zu ihm nach Hause gefahren sind. Was? Die ganze Zeit gegen das Tor getreten haben, ihn beleidigt haben, am Ende sogar eine Metallplatte aus dem Tor rausgerissen und auf ihn geworfen haben. Die haben ihn damit übrigens auch an der Hand getroffen, der hat seine Wunde im Video gezeigt. Digga. Außerdem haben sie ihn sogar bedroht, indem sie sowas gesagt haben, wir werden dich töten. Dazu haben sie die ganze Zeit gegen das Tor getreten und wahrscheinlich versucht, das Ganze kaputt zu machen. Drachenlord hat irgendwo auf dem Dach oder whatever eine Kamera installiert, die das Ganze mitgefilmt hat. Und am Ende konnte er auch zeigen, wie diese Leute da wirklich die ganze Zeit gegengelaufen sind, Stress gemacht haben und was weiß ich. Ich nicht alles. Also, der hat ja auch fett Scheiße gebaut und so, und ich will mich dazu eigentlich gar nicht äußern, aber es ist halt wirklich verrückt, ne? Die beste Aufnahme daran war übrigens, als einer der Hater von Drachenlord eine kassiert hat. Das hat er auf jeden Fall verdient. Ich persönlich finde das halt wirklich einfach nur krank. Also, man muss Drachenlord nicht mögen. Ich persönlich finde es schon nicht gut, dahin zu fahren, aber das Ganze mitten in der Nacht zu machen, natürlich mit 10 oder 15 Leuten, weil alleine würde man sich nicht trauen, und dann da so einen Stress zu machen und den Drachenlord sogar anzugreifen körperlich, indem man Sachen nach ihm wirft, das geht halt wirklich überhaupt nicht fit. Die Jungs sind halt leider entkommen, die Polizei wurde wohl gerufen, aber die haben die dann halt nicht mehr schnappen können. Ich hoffe auf jeden Fall, dass die karmamäßig da bestraft werden, denn das geht halt wirklich absolut zu weit. Ja, Felix van der Laden, Rennfahrer und Rennfahrer hat sich von seiner Freundin Lisa getrennt, meine Freunde. Und rein in die DMs, Revi. Nein, war ein Witz, what the fuck. Er darauf eingegangen ist er allerdings nicht. Er hat halt nur diesen Instagram-Post gemacht, wo er geschrieben hat, dass die im Guten auseinandergegangen sind, dass sie schon ein paar Wochen getrennt sind und dass er darum bittet, seine Privatsphäre zu respektieren und keine Fragen darüber zu stellen. Also müssen wir warten, bis die Bild davon mitbekommt, damit wir dann endlich mehr Informationen darüber kriegen. Mikkel ist kein COO bei Pizmeet mehr, meine Freunde. Das Ganze haben sie in einem Video bekannt gegeben. Mikkel war halt der CEO bei Pizmeet, das habe ich ja gerade schon gesagt. Außerdem war er noch für Friendly Fire verantwortlich. CEO. In einem Video hat er gesagt, dass beide Projekte gleichzeitig einfach viel zu viel sind und er bei beiden halt nicht das leisten kann, was er halt leisten möchte. Und daher haben sie sich zusammen hingesetzt und haben gesagt, okay, du bist jetzt entlassen. Bei Pizmeet ist da kein COO mehr, sondern ist jetzt vollzeitmäßig für Friendly Fire unterwegs und Schön. Sucht da halt Sponsoren, macht die ganzen Sachen im Hintergrund und. Ist auf jeden Fall eine vertretbare Entscheidung. Was sagt ihr dazu? Findet ihr es gut oder nicht? Schreibt es gerne in die Kommentare. Eine kleine Ehrenaktion, über die ich noch berichten möchte. Trimax hat seiner Freundin einfach ein Auto gekauft dafür, dass sie ihren Bachelor geschafft hat. Digga, Junge. Ich würd meiner Freundin auch ein Auto kaufen tatsächlich. Wahrscheinlich nicht so ein teures und ein Gebrauchtwagen. Und wahrscheinlich würde meine Freundin auch keinen Bachelor bekommen, weil ich die einsperren würde. Ach komm, lassen wir es einfach. Vergesst einfach gerade, was ich wieder gesagt habe. Das war alles ein Witz. Ist allerdings... Kontext des Ganzen ist, ich habe keine Freundin. Nur ein Mini und kein Audi, also die Liebe ist anscheinend auch nicht so groß zwischen denen. Aber auf jeden Fall, Ehrenaktion wollte ich hier einfach nur erwähnen. Finde ich sehr, sehr cool. Was bekommt sie, wenn sie ihren Master gemacht hat? Ein Boot, eine Wohnung, ein Fahrrad? Schreibt es in Kommentare. Tanzverbot ist zum Arzt gegangen. Das ist allerdings natürlich noch nicht die News. Und zwar hat Tanzverbot seit Monaten Probleme mit den Lymphknoten, zumindest dachte er das. Immer wieder hatte er da Schwellungen, Schmerzen. Er ist sogar einmal in der Nacht aufgewacht und hat einfach... Boah, ich habe auch jede Nacht, wenn ich aufwache, Schwellungen. Blut gespuckt, was ein bisschen eklig ist auf jeden Fall. Ja, und vor allen Dingen halt nicht gesund. Er ist halt jetzt zum Arzt gegangen, auch zum Facharzt, und hat das Ganze untersuchen lassen. Und es liegt nicht an den Lymphknoten, sondern es liegt tatsächlich an seinen Stimmbändern. Die sind nämlich entzündet. Und zwar, weil er halt immer sehr viel rumschreit, sehr laut ist. What? Denn wer laut ist,
Das kann passieren. Otis hat immer recht. Korrekt. Und der Arzt hat ihm halt schon gesagt, dass wenn er so weitermacht, die Gefahr zumindest besteht, dass er seine Stimme verliert. Was? Oh mein Gott, da muss ich jetzt wirklich einfach, das ist so gut, dass ich die ganze Zeit dann, oh mein Gott, Imagine Chat, ich schreie so viel, dass ich einfach taub werde. Stumm. Was irgendwo lustig, aber natürlich auch sehr, sehr traurig wäre. Ihm wurde geraten, eine Sprachtherapie zu starten, damit er halt lernt, mit seiner Stimme richtig umzugehen, damit das Ganze halt wieder zurückgeht. Tanzebot hat auch gesagt, dass er das wohl machen will. Ist, denke ich mal, auch die beste Entscheidung, die man da treffen kann. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie lange wir Tanzverbot noch hören werden. Fritz Meinecke startet demnächst das Projekt 7 gegen Wild. Das ist ein sehr, sehr geiles Format. 7 gegen Wild? Also einfach 7 Leute gegen ein Wildschwein. 7 YouTuber werden unabhängig voneinander im Wald ausgesetzt und müssen halt 7 Tage versuchen zu überleben. Bruder, ich würde mich schon freuen, wenn ich den ersten Tag überlebe. Ist das so wie Hunger Games? Muss man die anderen töten? Ich freue mich auf jeden Fall mega. Das Ganze klingt schon wirklich sehr, sehr spannend. Er hat dazu auch schon 2 weitere Videos hochgeladen, zum Beispiel welche Ausrüstung die bekommen. Unter anderem mit dabei ist Relodiac und auch Bommel. Ich kenne die halt fast alle nicht, weil das einfach nicht in meiner Szene ist. Aber guckt euch das auf jeden Fall an. Ich würde sofort alle töten. Das Ganze klingt wirklich sehr, sehr nice. Was sagt ihr dazu? Schreibt es mir in die Kommentare. Es gibt mal wieder einen unfassbar heftigen Beef auf YouTube, meine Freunde. Und zwar iCrimex gegen Z-Max. iCrimex reagiert nämlich immer mal wieder auf die Videos von Z-Max und sagt da auch ganz offen, wenn ihn halt irgendwas stört, zum Beispiel wenn er halt irgendwelche Adlibs peinlich findet oder wenn er irgendeine Aktion nicht so gut findet. Der Z-Max nimmt das Ganze mal wieder sehr persönlich und hat dann privat wohl Crimex beleidigt wieder in den Insta-DMs. Da sieht man ihn ja des Öfteren irgendwie so komisches Zeug schreiben. iCrimex hat dann ein Video hochgeladen, wo er so ganz locker darüber redet und auch sagt, dass er da in Zukunft nicht mehr drauf eingehen möchte und auch nicht mehr auf die Videos von Z-Max reagiert. Er hat da wirklich komplett neutral, sachlich einfach geredet. Z-Max hat wieder darauf reagiert und es ist halt wirklich sehr unangenehm, sich das anzugucken. Vielleicht mache ich dazu noch ein eigenes Video. Z-Max frontet ihn halt die ganze Zeit so komisch, stellt alles mega.